Recht herzlich willkommen zur 156. Folge vom Kerbal Space Programm. Ja, der Mordrak hatte mir geschrieben und das da hinten, dieser Punkt, den Klecks, den ich da gesehen habe, das ist ein Point of Interest. Den kann man dann anfliegen und dann kriegt man Punkte dafür. Kann man mit einem Rover hinfahren, hat er mir geschrieben. Und ja, wir sind halt hier momentan am gucken. Wir hatten ja hier ein Flugzeug gebaut. Keine Ahnung, wo es ist. Haben wir da überhaupt was gespeichert? Ah ja doch, Flieger 1 hieß er. Der sieht ja so aus und dann wollen wir den gerade nochmal angucken. Das Problem, was hier ist, keine Luft da rein und deswegen war das mit dem Fliegen dann auch etwas schwierig. Das ist natürlich dann bautechnisch falsch gewesen. Das hat der Mordrak mir geschrieben gehabt. Der hat auch gesagt, das Fliegen ist sowieso sehr, sehr schwer. Also müssen wir da gucken. Ich habe wohlgemerkt mir die Mission angeguckt mit den vier Points of Interest. Und habe sie nicht angenommen, also die ist noch nicht jetzt dabei. Wir werden jetzt nur gucken, ob wir vielleicht nochmal irgendwie in die Luft kommen. Das war jetzt so der Gedanke. Aerodynamics, keine Ahnung. Intake hier, small. Das müsste man ja so dann irgendwie da bauen. Dann ist noch die Frage, wie geht's? Das ist das nächste, das hat der Mordrak auch geschrieben. Flieger bauen, oh, richtig schwer wohl. Das ist der Intake. Jetzt die Frage, wo baust du den Intake hin, dass da ein Triebwerk hinterkommt, ne? Ja, das ist dann schon die erste Geschichte. Ich würde mal sagen, wir machen mal diese Flügel dingens weg gerade. Checken wir mal gerade den Intake nochmal. Der geht aber so schon mal gar nicht da dran, ne? Das ist schon mal das nächste. Mhm. Dafür müsste man dann wahrscheinlich dann irgendwie ein Gerüst bauen oder sowas. Wo es dann dran sitzt, ne? Aha. So. Und dann braucht man ein seitliches Ruder, ein Höhenruder, Control Surface. Ja, das wird wahrscheinlich auch alles dran müssen. Also da sind wir dann noch richtig schwierig wahrscheinlich unterwegs, das da überhaupt hinzukriegen, ne? Also dieses ist da definitiv dann auch schon mal nicht an der richtigen Stelle. Das müsste man hier irgendwie dran kriegen, aber ist dann die Frage wie, ne? War das hier mit diesen Gerüsten? Ja. Das Kehr muss da mal weg. Das war ein Adapter. Strukturkonnektor. Okay, das ist Stabilität. Adapter. Ja. Könnte man sowas hier hinbauen? Das ist die Frage. Oh, das ist ein Riesending dann. Das ist dann kleiner, ne? Ja, da müsstest du das jetzt schon so bauen hier. Ich dachte, das wäre jetzt auch da gebaut gewesen, aber ist wohl nicht. War das nicht so hier? Okay, da müssen wir radial ändern. So, jetzt haben wir es. Dann hat er eben wohl nochmal umgeschaltet, bevor ich es dran bauen konnte. Wa? Machen wir mal so. Dann gucken wir mal, dass wir es da ankoppeln können. Aber das siehst du, geht auch nicht. Das heißt, das ist auch wieder so eine Technik, die da wieder raus haben muss, wie das funktioniert, ne? Triebwerktechnisch. Basic Jet Engine, geht das da dran? Nö, geht auch nicht da dran. Kriegst du auch nicht, dann weiß ich schon mal zum Beispiel nicht, wie ich den da dran hängen kann. So ist es ja nicht platziert.
Nur an den Punkten, wo es einsnappt. Aber da habe ich einen Punkt, der zum Einsnappen ist, aber geht nicht. Supi. Gut, das würde bedeuten, diese Konstruktion ist also auch nicht das, um das zu erreichen. Ja. Damit hat sich das dann erstmal erübrigt, oder? Ja, alles schöne Sachen, aber die können wir hier jetzt gar nicht gebrauchen. Aha, das wäre dann noch ein Connector, der vielleicht funktionieren könnte, glaube ich aber auch wieder nicht. Nee, das ist es auch nicht. Das sind alles Kapseln, das ist es auch nicht. Ja, man braucht ja nun mal jetzt dann definitiv Basic Jet Engine, Liquid Fuel, das sind alles Triebwerke, die jetzt nicht hierfür geeignet sind. Das sind alles Raketentriebwerke. Also das ist das Einzige, welches da dran käme, in Frage käme. Nur da sehe ich jetzt überhaupt keine Möglichkeit, das da anzusnappen. Okay. Da hatten wir schon geguckt, ne? Das. Ist alles nichts. Ja, Strukturteile hatten wir geguckt, ist klar. Das ist ein Adapter, den hatten wir dann hier oben ausgewählt. Und sonst. Wie groß ist das Ding? Ein Riesenteil, okay. Wollen wir gar nichts mit anfangen dann erstmal. Ja, was war das? Hydraulic Detachment Manifold, okay. Ja. Taction Shield. Wir können ja hier nochmal Rotate Tool. Ja. Switch Editor. Okay, das ist das. Ne, das ist ja dann. Wir müssten jetzt hier noch eine Auswahl finden, wo das jetzt nur für Flugzeuge angezeigt wird. Aber wahrscheinlich kannst du auch am Flugzeug alles anbauen. Das ist ein Intake. Vielleicht ist unser Flugzeug auch erstmal das falsche Modell, wenn, ne? Wing Connector. Das sind Landebeine, ist klar. Da ist nichts bei, denke ich. Da auch nicht. Da sind noch ein paar schicke Antennen, die uns zurzeit nichts bringen. Hier wissenschaftliche Instrumente bringen uns auch nicht. Und Utility. Scheinwerfer wandert. Leitern. Kabine. Launch Escape System. Okay, das sollten wir vielleicht einbauen, damit er sich retten kann, ne? Und das war's dann auch schon. Also, wie man das hinkriegt, keine Ahnung. Das ist das Intake. Lass uns mal neu anfangen. Gerade. Achso, wir müssen erstmal einen auswählen dann.
Und das geht waschen. Doch, geht. Man kann sogar mit anfangen. So, dann das Triebwerk selber, wo war es? Hier ist es. Kannst du dann da dran pappen. So, jetzt hast du schon mal das. Sieht gut aus, ne? Jetzt muss man nur sich die Frage stellen, was kannst du da dran basteln? Den Tank war der. So, und jetzt hast du. Warte, irgendwo schnappt da. Nee. Doch, der schnappt ein. Alles klar. Wo geht der dran? Ist er jetzt fest? Ist die Frage, ne? Selbst wenn er fest wäre, wo fliegt er bitte schön hin? Den wieder weg. Dahin. Hier weg. Und kriege ich das so hin? Das würde funktionieren jetzt sogar. Gucken wir an. Na? Ausgewählt ist es schon. Doch auch mal so. Ah, der packt nur am Vorderen an, ne? Kann das sein? Ja, aber leider so etwas schräg, ne? Aber ich habe schon die Stelle gesehen, wo es knapp. Na, da geht es dann wieder nicht, weil falsch. Du musst hier drauf sein, damit es reinpackt, ne? Okay, dann war es das schon wieder. Aha. Jetzt hast du was, was gehen könnte. Also das könnte fliegen erstmal sozusagen. Ja, fliegen ist gut, ne? Das macht schon mal ein Zeichen, dass was gehen könnte. So. So, da weiter was rausbauen ist die Frage. Räder drunter, damit es nicht abstürzt. Welche hatten wir letztens? Ich glaube diese. Wo ist er? Da ist er. Drehen. Nochmal, warte, so. Kriegen wir das auch noch so gedreht, wie wir es brauchen? Na, das war jetzt falsch. So. Jetzt ist das wahrscheinlich zu tief. Deswegen geht das nicht. Nee, so war richtig und dann so rum. Fertig. An den Flügel möchte das jetzt nicht anbauen, auch gut. Also das ist es auch noch nicht. Geht der irgendwo hin? Nein, ne?
Ja, wenn diese Schräge jetzt nicht wäre, dann würde ich sagen, jo, das geht gleich, ne? Aber das ist das Problem, dass die Schräge da ist. Wie willst du das hinkriegen, dass das gerade wird? Boah, Riesenteil. Haben wir irgendwo was Kleines? Jumbo. Das war riesengroß. Das ist alles. Also der hier wäre schon das Teil, was man so gebrauchen könnte in dem Sinne. Aber wir müssen das erstmal irgendwie an einen Teil kriegen, dass die gerade sitzen, ne? Das geht gar nicht. Das ist es nicht. Also es geht nur da dran, wenn. Was kann man dann da dran bauen? Wahrscheinlich nichts. Dann lass uns mal das einfach bauen. Das geht nur so. Dann würde ich gerne gucken, ob wir das. Ja, der war das, wenn. So, und das war es dann schon wieder. Nee, das ist es also auch nicht. Das geht auch nicht. Dieses Strukturteil war zu groß, oder? Ja, das ist alles nix. Der muss da dran eigentlich, fertig. Aber das Triebwerk ist dann halt falsch. Zack und weg. Das war's. Ja, ich glaube, das Thema Flugzeug ist so ziemlich durch, ne? Da muss man sich erstmal doch wahrscheinlich doch mal angucken, wie wir das hinkriegen. Und ja, gescheitert die Aktion, sag ich mal ganz ehrlich. Jetzt gehen wir mal ins Dingens rein, sag schon ins hier, build a new orbital station on a solar orbit. Na, lass jetzt mal aktiver angucken. Minmus braucht eine Orbitalstation. Da sollten wir als nächstes dran gehen. Position Satellite in a specified orbit of Duna, das wäre natürlich auch machbar. Fuel Engine on a escape, ja, das war dieser große Tank, den wir dann doch nicht hinkriegen wahrscheinlich. Also eins von den beiden würde ich jetzt dann in Angriff nehmen. Minmus war aber zuletzt, Duna ist halt Satellit bauen. Gibt's noch was für Duna? Solar, Minmus, Kerbin. Minmus, Kerbin, habe ich hier was gesagt? Da Ferry, okay, Ferry. Satellite Orbit of Duna. Warte, haben wir das nicht hier schon? Das ist ja das Doppelte dann, ne?
Dann würden wir wieder mit zwei Satelliten einfliegen. Around Minmus, Rescue Job vom. Rescue Job vom. Machen wir nicht. Wir wollen jetzt den. Den nehmen wir noch an. Dann nehmen wir zwei Satelliten mit und fliegen dann dahin, würde ich sagen, ne? Dann haben wir das. Können wir die beiden zusammen machen, bauen nächstes Mal eine schicke Rakete und ja, fliegen dann nach Duna, würde ich sagen. Dann müssen wir nur gucken, dass wir genug Power nachher haben. Und ja, gucken, wie wir da hinkommen. Okay, Point of Interest hier hinten. Gut, dann würde ich sagen, nichts groß los gewesen in der Folge, außer ein paar Versuche, eine Rakete in ein Flugzeug zu bauen, aber das war es dann auch. Ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge hoffentlich wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.